und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer Most Wanted in der 90s Edition steht an. Da haben wir mal alle wieder richtig Bock drauf gehabt. Und mit alle meine ich natürlich Andy, Acid Burn, Bluto Kaskade, Lukas370Z, Stui, Fahe, Flyhai, Luca, Schöni, Supernoob und Takoda. Grüßt euch. Hallo. Hi. Hallo. Abend. Ja, und der Cop-Präsident als auch der erste Racer, welcher ich bin, stehen auch schon bereit. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Ich verschwinde mal in meinen einsamen Racer-Channel und wünsche euch schon mal ganz viel Spaß. Und lasst mich bitte überleben. Ich will auch mal wieder überleben. Ihr seid bis so in einer Viertelstunde. Jo, bis in 10 Minuten. Oh, okay. So, Präsident wurde wieder freiwillig Pluto ernannt, der wird uns auch gleich durchgeben, wo genau, also auch in der Reihenfolge bitte, wo und was. Ja. Und in welche Richtung? Ja. Ja. Also, an der Pegsa Teststrecke Richtung Green Day Club, da wo die Hühner sind. Und es ist ein dunkelblauer Ferrari F355. Okay. Also ist jetzt bei Green Day an der Clubrundstrecke. Ich komme dann direkt halt die Serpentine, also die Trifftzone. Ja, dann. Greendale war die obere davon, richtig? Ja, warte mal, Jungs, wir haben noch Fahre. Steht ihr nicht oben an dem Dings, Blitzer? Und wie heißt der? Ich weiß nicht. Güterbahnhof. Ja, fahrt ihr mal Richtung Pixar Trash, wenn er da rauskommt. Weil ich sehe ja, ob er vielleicht Trifftzone rauskommt. Aber es kann auch sein, dass er zu schnell schon war. Ich stelle mich mal Hauptverbindungskreuzungen. Kann sein, dass wir ihn verpasst haben schon. Sind spät reagiert, weil ich noch einen Filter ausmachen durfte. Cool. Nee, durfte es anhaben. Achso, ja dann. In diese Runde schauen, nächste nicht. Achso. Und ich durfte mich ja auch in meinen Polizei-Unimog setzen, richtig? Nee, das ist ja nicht 90s, das wäre Quatsch. Och, wieso die 90s-Version? Hab ich doch gerade reingemoddet. Okay, also ich bin jetzt die Seestraße, die östliche, hochgefahren. Bis zur Känguru-Straße haben nicht gesehen. Wow. Er kann theoretisch VIP durchgeschlüpft sein, sodass ich ihn gerade nicht sehe. Das heißt, er könnte westliche Seestraße runterfahren, theoretisch. Oder die Highlands sich irgendwie durchkrakehlen. Oder aber über die SS. Oder er ist wo ganz anders. Wir haben keine Chance, er ist weg. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, Andy. So. Ja, was man jetzt auch kurz erklären könnte, weil das hat man, glaube ich, letztes Mal nicht. Also letztes Mal hatten wir schon eine Overwatch, das bin ich in der Runde. Nächste Runde übernimmt dann Ray einfach die Einheit. Das ist dieses Mal die Crown Victoria in der Präsidentenausführung ebenfalls. Also haben wir zwei starke Crown Victorias im Rennen heute. Oh Gott, I'm sorry. Ja, Gott ist tatsächlich richtig in dem Kontext. Wow. Victoria, ja, Ursprung alles Leben. Mir kommen hier super viele Spieler entgegen. Ich werde auch die ganze Zeit von dem AMG verfolgt. Aber wenn das so weitergeht, brauche ich neue Reifen. Der schmeißt mir die ganze Zeit NPCs ins Gesicht, weil er nicht fahren kann. Oh Gott, dann fahren wir einfach mal Route, würde ich sagen. Als ich gestartet bin, stand ein Transit hinter mir mit Polizeidesign. Wäre witzig. Oh, fährt jemand gerade Driftclub? Ja. Ah. Oh, Pluto. Was denn? Kurz Hoffnung gehabt. Also, jetzt gerade war ich am Driftclub, also... Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Ja, cool. Ja, und wir haben natürlich zwei Overwatch-Funktionen. Ich fahr mal Ding neu, Highlands. Fahr ich mal ja, ihr müsst jetzt nicht ansagen, wo konkret ihr langfahrt, nur halt... Ihr habt ja euer Gebiet, wo ihr langfahren müsst. Also, ich fahr jetzt gerade an Bäumen vorbei. Ich muss aber auch immer wieder sagen, 90s Most Wanted macht mir so mit am meisten Spaß irgendwie. Ein bisschen gemächlicher. Weil es nicht so schnell ist. Wir haben mein Random nicht los. Wir müssen tatsächlich auch mal probieren, die normalen City-Regeln mal als Most Wanted zu machen. Also von den Fahrzeugen, weil es einfach mit den... Ja, mit den langsamen Fahrzeugen kann es doch schon auch spannend sein, weil sich alles langsamer verschiebt, weißt? Da rast nicht alles so rum. Ja, aber der Golf und der Insignia sind für Most Wanted, glaube ich, nicht so geeignet. Du kannst ja halt auf 800 einen Wagen aufbauen, der easy seine 300 fährt und da kriegst du mit dem Golf in der Form für einen Kopfwagen nicht hin. Als Beispiel, der ist halt chancenlos. Golf rennt auch seine 300. Gerade ja, so.
einmal über die Autobahn hinweg, wenn es bergab geht, mit Rückenwind. Ich wollte gerade schon Alarm schlagen, aber und warte Anlauf. Auch nicht. Ja, und mit Wippen. Toll, McLaren 27S ist nicht ganz der Wagen, den wir suchen. Knapp daneben. Gibt's noch nicht. Ist der Strand eigentlich von irgendjemand besetzt? Weil da habe ich nichts gehört bisher. Ich hab ihn. Südlicher Kreisverkehr Richtung Strand. Okay. Muss da aber südlicher drehen, Kreisverkehr? Kam entgegen. Ja, Richtung Strand. Ja. Das heißt, da würde ich gerade hinfahren. Zu Castleview und von oben entgegen. Weiß nun, ich sehe es nicht, ob er Delfinstraße fährt. Also ich musste umdrehen. Versuch so weit mal. Drin schon. Ja, wir haben gerade gedreht. Hätte auch Offroad abbiegen können, ne? Also Autobahn kann ich mal abdecken, von Norden Gott. Kommt. Nee, Autobahn ist er gerade weg von. Er ist südlicher Kreisverkehr direkt Richtung auf Strandstraße. Also ich komme aus dem Windpark oben. Das kann ich schon mal sagen. Ja, wichtiger wird zu wissen, ob wir einen haben, der von der Strandstraße kommt oder nicht. Ja, normalerweise ist doch einer an den Dünen. Der müsste das ja wissen dann, oder? Da bin ich ja. Da komme ich, ja, komm ich ja her. Ich bin ja runtergefahren durch das Südlichen. Okay. Und wollte dann drehen. Also ich bin jetzt Strandhaus, ich sehe nicht mehr. Ja, dann warte ich mal. Das weitergeschossen sein. Ja, mit dem Ferrari denke ich auch nicht, dass der Delfin abgehoben ist. Doch, hier ist er, Wo? Moment, er fährt Richtung nördlicher Tunnelausfahrt. Große Bauernstraße? Wie heißt denn das? Ja, große Bauernstraße, ja. Dann ist der Delfin abgebogen. Gut. Genau, das hat er gemacht. Wäre er auf der Autobahn, oder? Ich hab ihn schon wieder verloren von der Geschwindigkeit her. Ja, da kommt er also nördlich vom Tunnel zu der Auf- und Abfahrt. Ist gerade relativ langsam. Also seid ihr jetzt wo? Ja, da okay. Bei der Abfahrt an der Autobahn. Wir sind auf, jetzt an der Auffahrt, genau. Er fährt über die Autobahn drüber erstmal. Ja, fährt drüber, fährt nicht Autobahn, heißt wir sind näher Windpark. Windpark-Kranich-Kreuzung, wenn man so will. Hat einen Passant mitgenommen und fährt Kranich, rechts, also eher Richtung Strand. Kranich Richtung Strand. Oh, da. Jetzt auf der Brücke. Ah, du bist immer wieder gut. Ja. Ich habe jetzt vier Kreise gedreht. Sag du weiter an. Fährt der große Bauern wieder runter? Nein, er fährt Kranich Richtung Strand. Das heißt, er kommt bei Bauern raus. Ja. Wird wahrscheinlich Richtung Süden fahren, außer er macht halt den Haken. Oder er... Ah ne, das ist eine gestrichelte, ne? Ja. Ja. Aber wait, darf er ja. Ja, mit der Verfolgung darf er Offroad-Wege fahren. Ja! Ja, er fährt südlich. Süden. Andere Richtung, dann werde ich entgegenkommen, ich komme von den Auffahrten entgegen. Ich war in der richtigen Richtung unterwegs. Nein, warst du nicht. Bei dem Häuschen. Der fährt zum Strand. Jetzt kurz vorm Bahnübergang. Das meintest du, Entschuldigung. Ich versuche ihn frontal Bahnübergang. Zu drücken. Na, der war nice. Ja, er ist weggeflogen. Hat aber Pluto gekillt. Ja, wohin fahrt er weiter? Weiter, genau die gleiche Runde, heißt wieder Richtung Autobahnauffahrt. Am Blitzer Autobahnauffahrt. Also ich repariere mich. Das macht das Ganze. Und jetzt setzt er an, auf die Autobahn zu fahren. Die erste Auffahrt, also die östliche Auffahrt, und er fährt die Richtung Norden. Welche Seite? Gerade mit dem Szene. Verkehr. Ja, Rad ist falsch. Ist jetzt auf Höhe Kranich, unter der Brücke unten durch natürlich, immer noch richtige Seite. Ah, denk dran, Frontaltreffer sind da gar nicht mehr so. Ja, genau. Der Hit. So, wir sind jetzt bei der Abfahrt Flughafen. Er zieht aber weiter durch, ist jetzt auf der Gegenfahrbahn, also gegen die Fahrtrichtung oder deutsche Seite, wie man es will. Ist jetzt bei dem Blitzer, wo man mit Ultimativ Highspeed durchgeht. Alter, der Zug hat Rauch gemacht und jetzt sehe ich nichts mehr. Er fährt weiterhin, ist jetzt gleich mittlerer Kreisel. Jo, wie schnell seid ihr denn? Ja, der ist schnell, ich nicht. Er ist jetzt im Kreisel drin. Dann fixt man mal aus, dass er denkt, er hat mich abgehängt. Er fährt weiter Richtung Norden. Ah, schade. Scheibengleister. Von hinten kommt jemand. Glaube ich, bei mir. Mehr okay, ja.
Ja, wir fahren jetzt zu zweit in den Kreisel rein. Er ist jetzt Hälfte bis zum nördlichen Kreisel. Ach hi, ja, das sind gleich alle da. Und hier fährt er erstmal außen und er fährt in die Stadt rein, glaube ich. Ja. Ja, also das heißt, ja, er fährt in die Stadt rein. Das heißt, er kommt Känguru raus, außer er dreht um natürlich. Was ist mit dem Auto los, ey? Und da hinterher fahren wir doof, ich versuche auch mal Weg abzuschneiden. Ist jetzt an der Kehre, das heißt, er fährt jetzt in die Driftzone in der Stadt rein. Also Känguru-Auffahrt sozusagen. Jo, da ist er weg, du. Er ist jetzt unter der Autobahnbrücke. Oh Gott, und ich dachte, ich habe euch aufgeholt. Jetzt gleich beim Bermuda-Dreieck. Und ich habe dementsprechend jetzt leider verloren, wo er hinfährt, weil er zu weit weg ist. Okay, ich stehe Ausgang bei Bermuda-Dreieck. Du kannst also quasi gerade weiterfahren, die Känguru-Straße. Wenn der Bermuda-Dreieck kommt, sehe ich ihn. Er ist nicht geradeaus weitergefahren, hätte ich gesagt. Er muss eigentlich links oder rechts rein sein. Heißt, entweder dran, er kommt er Richtung Süden oder er ist Richtung Bahnhof. Bermuda-Dreieck, Bermuda-Dreieck, Bermuda-Dreieck. Durch die Driftzone durch, Pixar-Teststrecke. Oh ja, perfekt. Gut, mache ich von Norden aus ziemlich, also bin ich gegengesetzt. Also durch immer die noch Driftzone, in der Driftzone da. Drin, genau, in der Pixar-Teststrecke. Jetzt aus der Driftzone raus, fährt Teststrecke nicht weiter, will runterfahren, also Richtung Hauptverbindungskreuzung. Ja, da bin ich. Durchs Wasserloch fahren wir jetzt gleich quasi durch. Zum Wasserloch drinnen. Seid ihr schon. Ah, GG. Jetzt Hauptverbindungskreuzung, fährt weiter. Seestraße östlich nach Süden. Am Staudamm jetzt vorbei. War ich da schnell? Ja, ich täusche mal ein paar Angriffe an, dass er vielleicht ein bisschen bremsen wird. Immer noch nicht an der ersten Brücke. Sind wir jetzt erst durch den Knick durch. Jetzt an der Brücke, bremst ab, fährt. Getötet. Richtung Osten, was ist das? Offroad Park? Offroad Park. Ja. Extra aus. Offroad Park Nord in dem Fall dann. Dann kommt er doch Kreuz- und Windparkstraße raus, das oder? Das ist soweit richtig. Dann komme ich von Boomerang erstmal zu der Kreuzung. So, durch die Blitzerzone sind wir jetzt gleich durch. Also wir sind nördlich vom Offroad Park, um das nochmal zu wiederholen, Richtung Osten. Aus der Blitzerzone raus, jetzt dann demnächst also in der Driftzone drinnen. Welche Fahrbahnseite? Du kommst dir jetzt bitte nicht entgegen. Okay, dann bleibe ich und warte und drehe um und bleib außen an der Kurve stehen. Und aber jetzt mal Driftzone hat auch nichts. Also, nicht wirklich. Ich fahre dann hinterher, was soll ich denn machen? Ja, darf ich mich Kingfish und schon mal Schwung aufbauen. Darf ich mich dann hinterher fahren? Darf ich mich Kingfish operieren? Nein. Nur anfahren. Aus der Driftzone jetzt raus. Nein, Kingfisher ist, glaube ich, komplett raus. Achso. Jetzt gleich also an der Kreuzung dementsprechend. Fährt gerade weiter. Auf die Kranich oder welche ist das? Müsste Kranich sein, ja. Ja. Das ist die Kranich, wenn es die ist, wo er hinfährt. Ich bremse mal ein bisschen aus. Bin dran. Der hat die Richtung Autobahnkreuzung, also Autobahnüberfahrt, Tunnel. Fährt auf die Autobahn Richtung Norden. Oh das ja, dann komme ich entgegen. Bin gerade von der Autobahn. Fährt Richtung Süden. Oh nee. Fährt Richtung Norden. Hä? Seid ihr noch auf der Auffahrt? Ja, jetzt ja, runter. Jetzt auf der Bahn.
Autobahn Richtung Norden. Richtig, falsch? Richtig. Auch du kommst ihm bitte nicht entgegen. Ah, okay, dann dreh ich wieder. Soll ich Attacke machen? Ja, ja, ihr beide könnt draufhauen. Ja. Hat einen NPC mitgenommen, glaube ich. Oder ist auf die Bremse getreten und das war ein Desync. Mal ein bisschen ausgebremst. Ah, er fährt die Abfahrt ab, doch nicht. Nein, hat angetäuscht. Will Beat. Die Abfahrt auf der anderen Seite abfahren. Abfahrt, Flugplatz. Fährt Richtung Westen. Twin Parkgebiet rein. Ja. Also Hauptverbindung. Ja. Hauptverbindungsstraße, okay. Korrekt. Also mal wieder so eine kleine mitzugeben, dass er ausgebremst wird. Er ist hier im Wald, er ist an einem Baum hängen geblieben. Ja. Hing er am Hang. Kommt jetzt hoch. Versuch mich vorhin jetzt zu werfen. Jetzt wieder auf der Straße, Hauptverbindungsstraße, weiterhin Richtung Westen. Noch knapp unter 10 Minuten. Hängen wir ja aber alle hinten dran, dann könnten wir eigentlich schon... Ja, nicht alle. Ja, wir machen ja schon ein bisschen Attacke. Ja, ich geb dir mal einen kleinen Treffer auf den Hintern. Wow. Entschuldigung. Wow. Passant. Wow. Gott, noch ein Passant. Ja, jetzt Blumenhügel weiter. Hauptverbindungsstraße. An Blumenhügel vorbei. Ich will keinen abräumen. Ja, da gibt auch... Sorry, das ist... Ja. Ach, Leute, komm. Du hast eine Desync vor dem Herne. Lass mich mal durch hier. Oh Gott! Der Mini! Jetzt gleich an der Hauptverbindungskreuzung. Gott, ist der schnell. Fährt Mann. Gerade weiter Richtung Seestraße. Ist gerade abgeflogen. Links unten, Bremsen hinten. Kommt wieder. Okay, vorne ist eine Felswand. Links ransetzen, rechts reinschieben. Ja. Das ist nicht die Felswand. Damit ist der Angriff durch. Oh, Verkehr, hallo. Scheiße, ja. Der Felswand wäre hier gewesen. Dadurch haben wir jetzt keinen ranbekommen. So, Seestraße, Osten Richtung Süden. Über die Brücke gerade drüber. Biegt aber direkt ein Richtung Flussstraße. Na, schade. Das wollte ich nicht. Okay. Wir sind im Offroad-Feld, aber die Straße weiter. Warte. Okay, doch nicht. Ich würde mal versuchen, mich da vorzusetzen und ein bisschen okay, doch nicht. Ja, wollte ich jetzt gerade auch mal kurz, aber komm nicht vorbei. Ja, nee. Sind wir da weiter, also gleich westliche Flussstraße. Jetzt ja Blitzerzone jetzt gerade. Ah, das ist sehr großartig. Nicht hupen. Blitzerzone drinnen, aus der Blitzerzone raus. Sechs mal die Brücke drüber. Über die nächste Brücke drüber. Ja, der NPC stand jetzt halt doof. Oh. Auf die Brücke. Nee, doch nicht. Wollte auf die Brücke fahren, hat es aber nicht geschafft. Deswegen jetzt ausgebremst jetzt worden. Schießen wir hinten drauf. Doch nicht. Okay, links im Fluss. Hopp, rein da. Oh, und alle. Ja, ja. Sehr schön. Erst gespawnt, das heißt, das war sagen, hinüber, ja, Festnahme ist geglückt. Ja, hat er sich ein bisschen verschätzt damit, ob er da jetzt reinkommt oder nicht. Wollte halt auf die Brücke drauf fahren, war ein bisschen zu schnell, hat nicht funktioniert. Und da habe ich dann halt den Move gut gemacht. Ich weiß nicht, Pluto war es, glaube ich, der den Initialschuss gemacht hat. Richtig. Sehr schön. Das war ordentlich auf jeden Fall. Was sagt die Zeit? Ja.
weil die Zeit sagt, dass ich den Thermal zurückgesetzt habe. So oder so, gute Runde auf jeden Fall. Und ja, dann gibt es jetzt einen kleinen Seitenwechsel. Dann werde ich auf die Racer-Seite switchen und gucken mal, ob die Cops das dann genauso gut schaffen oder nicht. So, also er fährt auch einen Ferrari F355, aber jetzt in Rot und er startet an der östlichen Flussstraße Richtung Norden, kurz vor Hauptverbindungskreuzung. Und ja. Ja, dann fahre ich hier mal von Dings entgegen, von PXR3-Strecke. Und was lernen wir daraus? Andi hat seinen Wagen nicht abbezahlt. Denn ist der Ferrari rot, ist er nicht abbezahlt. Hat er eine andere Farbe, ist er bezahlt. So. Vielleicht hat sie einfach nur Delivery nicht geladen. Das glaube ich nicht. Ja, so ein 355 ist ja auch nicht mal so günstig wie vor 15 Jahren. Das ist richtig. Aber wo er danach gefahren ist bei der Kreuzung, weißt du nicht, ne? Nein, konnte ich leider nicht sehen. Der stand noch vor dem Knick. Ja, ich denke mal, dass er weiter nach Norden ist. Ich warte hier mal ganz kurz am See, aber... Ja, also Pixar-Teststrecke ist anscheinend auch nicht abgebogen, aber da habe ich ihn jetzt auch nicht gesehen. Außer er ist durchgeschlüpft. Vielleicht Richtung Driftclub und Dings, da ist ja eigentlich der Presi zuständig und der ist ja jetzt aktuell noch nicht da, deswegen. Aber gut. Ah, ich muss mich sowieso schon reparieren, weil ich eventuell gegen einen Baum gerutscht bin. Ich hab dir extra Plus gelassen. Ah, du hast gleich predicted wie ich, okay. Ich bin extra Offroad ausgewichen, dass ich. Ich wollte halt einmal über Autobahn dann Driftclub noch fahren. Achso, Forzaton. Oh Gott. Ja, ich guck mal kurz auf die Karte, wo. Nur ganz kurz, dass ich es weiß. Ich glaube, auf dem Betriebshof oben war das. Ja. Dann gehe ich da als erstes. Brems. Problem war gerade eher, dass ich dich nicht gesehen habe, Pluto, weil du einfach so grau wie die Straße warst. Bitte, ich habe ein Design. Ja, bei mir halt nicht. Bei mir hat Pluto aber auch keins. Da lädt man es extra neu vor der Aufnahme. Aber gut. Ich habe auch kaum welche gesehen. Habe mich aber auch irgendwie schon darauf eingestellt, dass alle mit schneebedeckten Fahrzeugen in die Gegend fahren. Weil die ja immer, wenn die dann frisch angezeigt werden, erstmal diesen Schneedreck irgendwie haben. Na. Aber ich fahr zurück auf meinen Posten. Aber jetzt hast du ihn, wenn ich... Nee, hat er noch nicht gesagt, oder? Okay. Aber jetzt, wo ich die Crown Vic gerade fahre, merke ich auch, warum diese gut dranbleiben konnte. Ist schon ein gutes Ding. Kein Wunder, dass die den im Königsegg schon mal, im ersten Königsegg benutzt haben. Nee. Sprachdurchfall wieder mal. Ja. Ja, ärgerlich, ey, dass ihr mich da ins Wasser geschoben habt, aber das ist natürlich astrein ausgeführt gewesen. Ja, dein Ferrari war so ein bisschen dreckig, deswegen wollten wir nicht mal waschen schicken. Straße Richtung Norden, Bamberg Rundstrecke gerade vorbei, Richtung südlicher Flugplatz, wo er abbiegt, weiß ich aber nicht. Komm über Bauern nach. Ja, wenn er Richtung Ding, dann können wir uns ja zu Dings boarden. Das dürfen wir ja. Das könnt ihr ja. Ist abgebogen südlicher Flugplatz. Ja, dann auf geht's. Jupp. Oh, yo. Gut. Beziehungsweise. Oh, ja, ich hab mir eine Ecke geportet, Kacke. Keine Streifen. Ist er schon an der Bauernkreuzung? Der muss Bauern schon fast durch sein. Oder der muss Bauern schon durch sein. Der wird Flugplatz durchgezogen sein, weil hier sind irgendwo Bremsspuren. Also kommt er dann an der Auffahrt raus. Ja, müsste. Ja, ich stehe hier oben an der Ausfahrt. Oder er hat kommt so er auch, er kommt, er fährt Richtung Autobahn. Rechts Platz lassen, da komme ich. Oi. Ich habe ihn mal kurz angeschoben, ich fand ihn zu langsam. Wohin? Hauptverbindungsstraße. Verbindungsstraße, ganz erstmal durch bis jetzt. Mini! Wow, wo schießen du die NPCs ist hin? An der kleinen Bauernstraße auf jeden Fall schon vorbei, sind jetzt in der Bergauf-Blitzerzone.
Abdrang versuche erstmal dran zu bleiben, auch wenn es mich ein bisschen Schaden gekostet hat, egal. Sind jetzt. Nee! Er biegt ab am diese Windrad kleine ab. Rundstrecke. Windrad, oder? Ja, Windpark, ja, genau. Rundstrecke, falsch rum, so gesehen gerade, ja. Biegt jetzt rechts ab, Bumerang. Uiuiuiui. Sorry! Alles gut! Also da, wo sonst Cayenne starten, da ist er gleich eine Blitze. Ja, genau. Ich bin schon dran. Passt. War rechts vorbei. Die Riesenkalonne. Jo. Bidu, bidu, bidu. Oh Gott. Fährt wieder Richtung... Oh. Ja, fährt weiter Richtung... Richtung Osten wieder. Osten. Oh nee. Fährt er weiter und fährt rechts hoch Richtung Offroad Park. Das ist Moorhead. Nördlicher oder südlicher Offroad Park? Ja, also Richtung Moorhead. Okay. Ja, südlich Offroad Park quasi. Ja. Fährt er noch geradeaus weiter? Scheiße, das ist eine Kuppe jetzt. Ray von rechts vorbei. Ja, I try. Er fährt geradeaus weiter. Ja, ich sehe es, deswegen sage ich ja, ich versuch's mal. Noch einer! Ja, fährt geradeaus weiter, also wird. Bluststraße. Bluss ungefähr rauskommen. Ja. Ja, bleib du einfach dran, Bludo, du bist ja eh. Ja, ich bin schnell. Nicht ganz dran. Ich glaube, ich bin der Nächste, der dran ist, aber wir sehen schon nicht mehr, der ist sackschnell. Ja, dann ist so eine Schnelle. Aber er kann gerade nirgendwo. Ah ja, ich sehe ihn wieder. Aber ja, wenn er fährt immer noch auf der Straße geradeaus weiter. Aber wenn es das heißt, bei ihm so ähnlich ist wie bei mir, dann ist ein auch Frontaltreffer gut, weil das Auto fährt sich danach echt nicht mehr so geil um die Ecken. Also ist vielleicht Fluss. Ja, er fährt jetzt. Wo? Er fährt jetzt das Waldstück runter. Oh, Richtung Vorsicht. Fluss. Sorry. Nur eine schnelle Frage. Der Gables ist offen, oder wie? Ich mach dir da frei, dass du vorbeikommst. Gables war, glaube ich, auch verboten. Ja, für uns ist ja sowieso, sobald. Also, wir dürfen uns hier überall hinporten, wenn wir Schaden haben. Der hat gerade über die Brücke drüber. Du stehst an der falschen Kreuzung, an denen, der da gerade stand. Also darf ich jetzt Gables porten, wenn ich Schaden habe? Ja, wenn. Gut, danke. Ja. Reicht. Die Einheit wird auf Offroad Park fährt auch weiter, gleich Baustellendreieck. Nur er darf nicht, Gables. Fährt links am Baustellendreieck. Also Richtung Goliath. Und Goliath fährt eher falsch rum, also Richtung südlicher Kreisel. Ja, bei der Autobahn versuchen. Oh Gott. Vielleicht mal gucken. Oh Gott. Entschuldigung. Das ist aber abgekürzt. Das ja, weißt du, ich war du das kurz. Nicht darfst. Ja, nee, ich bin abgeflogen. Ich bin auch einmal durch den Fluss durchgebombt. Ich sag's nur fürs Protokoll, wenn wir dann den Bericht schreiben, weißt du? Ach so, ja, gut. Weil Bluto ist ein knallharter Präsident. Achtung. Ich. Ja, gut, ist ja jetzt am Blitzer durch. Oh, ja, aber hallo. Trotzdem habe ich mich kurz erschreckt, weil das Ding halt. Ja, ja, klar. Baby Blau war. Man vertraut bis heute noch nicht diesem Ghosting-System, ja. Ne? Jetzt südlicher Kreisel. Und er fährt nicht zum Strand. Warum suchst du nach einer neuen Sitzung? Er fährt nicht zum Strand. Er fährt Autobahn Richtung Norden, richtige Seite. Also ich such nicht, ich hab nichts gemacht. Jetzt erster Tunnel. Dass du eine Sitzung suchst. Ja, bei mir auch. Wir werden es gleich sehen. Ja, den Bug hatte ich auch mal. Wo ist er jetzt dann? Erster Tunnel raus, richtige Seite Richtung Norden, weiter. Okay, ich komm, Flugplatz. Gott, hab ich Rückstand. Ach, Tunnel jetzt schon raus. Zweiter Tunnel. Gottes Willen. Horizon Live-Sitzung erstellt, steht bei mir. Fahr die alle Richtung Strand. Oh, ich bin raus. Beitreten, ja, ne? Ja. Ja, ich hab noch keine Meldung. Ja. Ja, ich schon. Ja, dann müssen wir halt beitreten. Sobald wir halt können. Es ist halt doof, weil ich weiß nicht, ob das jeder macht. Machen wir eine kurze Pause, oder? Ich weiß auch nicht, wo es lang ist. Wir machen kurz Pause. Alle anhalten. Alle anhalten, wo wir stehen. Auch wenn wir jetzt verlieren, dann ist es so. Ich gebe ihm mal Bescheid. Sorry dafür, ich habe nie irgendwas gedrückt. Ja, da gibt's einen Bug, den hat's schon mal gegeben. Ja, das hatte ich auch schon mal, als ich Lead war. Oh lol! Stimmt, das war bei dir bei Fortune Island drüben, gell?
Ja, GG, ich wollte mich jetzt gerade hinstellen, weil ich entweder da oder in der City, ich weiß es nicht. Ich kann mich noch an die Aufnahme erinnern. Wie ist denn das jetzt, Pluto? Ich bin gerade ausgebremst, wo Ray stehen bleiben meinte und wollte jetzt da hinfahren, wo ich jetzt eigentlich eben war. Und jetzt steht halt Andi direkt neben mir. Ja, du fährst jetzt ein Stück weg von Andi und fertig. Ja, ja. Und fast ein Stück hinter ihn, also nicht vor. Ist ja auch nur anhalten, nicht zurückfahren. Ja, nein, weil ich bin halt abgeflogen zu dem Moment fast. Ich war doch ein bisschen schneller schon. Ich muss einfach in Zoo rum hier hin. So, das lassen wir auch alles hier uncut. Ja, einfach Video auf 10 Minuten Strecken, man kennt's. Wobei 8 Minuten reicht hier mittlerweile. Ein Video auf 8 Minuten Strecken. Ich habe gesagt, das soll einem das Startsignal geben, wenn alle da sind. Und dann geht's einmal weiter. So, perfekt. Ja, gut, dann bin ich halt jetzt dran. Also, er ist jetzt Flugplatz aufwarten. Fährt er da ab, oder? Ich sehe es nicht, warte. Er fährt nicht ab. Noch nicht, doch er fährt ab. Richtung Flugplatz? Windpark. Hello, Flugplatz Richtung Windpark. Okay, ja, dann bohr ich mich nicht. Ist aber geradeaus durch Richtung Norden weiter. Also Autobahn Richtung Norden noch weiter. Ja, also mittlere Kreise. Jo. Alles klar. Oh Gott, ist der schnell. Sehe ich schon fast nicht mehr. Ja, der fährt über 300 normalerweise. Ja, ich pack 260. Also er müsste jetzt mittlerer schon sein, keine Ahnung, wo er ist. Ja, wir müssen halt von da aus halt wahrscheinlich uns verteilen. Da kann er ja dann überall ran lang. Also ich komme Strandstraße runter. Er ist Richtung VIP gefahren. Hä? Richtung VIP? Driftclub, sorry, Driftclub. Bitte präziser. Entschuldigung. Es verwirrt mehr, als das ist. Ja, hier. Ich hab's gemerkt. Ist jetzt Driftclubstraße. Richtung Hauptverbindung. Okay, ich könnte mich theoretisch reparieren. Aber ich sehe ihn schon kaum noch. Beziehungsweise fast gar nicht mehr. Ja, nur wichtig, ob du siehst, ob er Richtung Teststrecke vielleicht fährt oder weiterfährt. Das sollte ich vielleicht noch hinkriegen. Okay, oder doch nicht? Wo ist er hin? Guck nach Bremsspuren. Ja, und das ist auch eben, was ich gemacht habe. Er ist in erster Abfahrt nicht rein. Hier ist er leicht abgeflogen. Fährt weiter. Also. Ja, Richtung östliche Fluss wahrscheinlich, ne? Ja, fährt Richtung Süden dann, östliche. Okay, ja, dann wird es halt irgendwann schwierig. Dum, 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 dum. Halt jetzt die Highspeed-Passage, da sehe ich ihn halt nicht. Oh. Ne, klar, wenn keiner von den Schnellen dran ist, wird's eh schwierig. Ja, ich denke, ich gehe jetzt da runter, dann. Ja, ist halt auch schwierig. Kann halt überall sein. Ja, oder willst du einen Instagram Overwatch und dann. Können wir machen, ja. Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, ja, weil das. Haben wir ja vorhin nicht benutzt. Aber ne? Dann würde ich tatsächlich. Wobei, ich habe danach. Ja, nee, pass mal auf, das passt schon. Ich habe ja jetzt noch eine Reparatur, dann gleich einen Port, weil ich ja Schaden habe. Den mache ich dann aber danach. Ich kombiniere jetzt das einfach. Alles klar, ich mache Overwatch. Und zwar. Ups, wieso gehen das denn jetzt? Habe ich Musik angemacht. Danke, schön für nix. So. Lass mal die Filter aktivieren. Online-Freunde sollte er erreichen. Er fährt jetzt gerade. Ne, das bist du. Was ist das? Wie ist er da hingekommen? Da sind die Ansagen auch falsch. Er fährt jetzt Festival rein. Ja, das da kann schon jetzt, sein. Er kommt jetzt von Super 7 quasi. Von Super 7 fährt er jetzt Festival rein. Dann ist er Verbindungsstraße abgebogen. Der kann nach unten durchgeballert sein. Komplett in ein Festival von unten oder? Von wo kommt er jetzt? Von Super 7 ins Festival rein. Ja, der wo ist weiter? Er fährt jetzt Festival rein. Okay. Ist jetzt beim Trackstrip vorbei, fährt quasi die Unterführung jetzt durch. Ach lol, ja. Ballert er schön weiter. Biegt jetzt nach Süden ab. Er geht ins Festival rein. Und genau das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Andi ist da zwar anderer Meinung, aber ich finde, das ist ein übelster Vorteil, wenn du in der Overwatch dich reparierst. Weil er sich jetzt da repariert. Weil das einfach nur Zeit von der Uhr nimmt, so, und wo wir keine Ansagen direkt machen können. Also er fährt nach Süden runter, deswegen habe ich schon mal gesagt, sobald Overwatch ist, darf man sich nicht reparieren, aber ist egal. Anderes Thema, das ist nicht gehen.
Er fährt weiter Richtung Süden, also er wird am Kaffee rauskommen, Goliath unten. Er ist halt alle viel zu weit weg, der wird halt weiterfahren wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich Goliath. Ich sag gleich, ob er Goliath weiterfährt oder rückwärts. Er verlangsamt, ja, der fährt Goliath rückwärts, also fährt jetzt quasi das Verbindungsstück da unten im Süden. Aua. Oh, was machst du denn? Ja, also Flyhigh und Luca, ihr kommt ihm quasi entgegengleich, wobei es könnte halt sein, dass er schon vorher vorbeifährt. Ja, die anderen fahren auch richtig. Also er ist noch nicht an der ersten Kreuzung. Also Flyhigh gleich rechts fahren. Da stelle ich mich dahin. Ja gut, ich fahre jetzt ja gleich vorbei. Er ist jetzt am Blitzer. Er ist genau hinter dir jetzt, Flyhigh. Ja, ich nehme Tempo auf. Luca, du siehst ihn gerade, er ist ihn gerade vorbeischießen sehen. Genau, und an... Ja, bremst. Achtung, er dreht um. Takoda. Frontalleine weiterfahren. Ich habe ihn jetzt trotzdem mal Frontalleine rein. Er fährt doch wieder Richtung Broadway. Ja. Nee, er wollte wieder drehen. Komm, den stellen wir zu zweit schnell zu. Also Broadway bin ich offen. Nein, wir sind immer nur da oben, als er steht hier im Mühlblitzer. Fahrt so weiter. Er ist in der, quasi an der Mühle quasi, ist er noch. Fährt jetzt wieder zurück Richtung Kuala La Kurve, fährt auch Kuala La Kurve. Fährt Kuala La Kurve. Und wisst ihr was? Ich brich jetzt ab und repariere mich dann. Ja, wir haben jetzt nicht Kontakt. Genau, dann bin ich da mehr oder weniger wieder dabei. Ups. Wir sind jetzt an der Story. Also jetzt Gott, das vorbei. Wir fahren jetzt weiter Richtung Whitehorse-Kreuzung. Whitehorse-Kreuzung stehe ich. Ist jetzt an dem gestrichelten Offroad-Weg. Fährt ich stelle mich mal quer auf die Kreuzung. Jo. Ja, ist jetzt an der Kreuzung und ja, fährt Kreuzung weiter geradeaus durch. Achtung. Wow. Boah. Rum da. Wow, Jungs. Wow. Wo kam er denn hier? Von hinten, ja, Mann, wir waren direkt dahin. Fährt durch, weiterhin durch in die Driftzone. Wow, es hat schon wieder 12% Schaden durch die Aktion. Wir standen da im Busch. Ich war auch mit 17 rum. Du siehst euch von rechts aber auch nicht rauskommen, wenn du da mit über 200 angeschossen kommst. Aber wenn wir sagen, wir porten uns da, dann... Ja, ist okay. Egal. Wo ist er hin? Er fährt immer weiter geradeaus, Flussstraße weiter nach Norden. Warum spawnt jetzt da ein NPC direkt vor mir? Das ist doch lame. Aber ich verliere so viel Meter auf ihn. Natürlich. Wir sind jetzt gleich an der Kreuzung bei der Brücke und er biegt da nach rechts ab auf die Offroad. Offroad Park Nordstraße müssen wir. Genau. Ja, das ist halt auch nichts, wo ich mich jetzt hinporten kann. Sieh vorbei, ich hab Schaden. Oder ist halt auch scheiße. Ist jetzt in der Blitzerzone drin. Sorry. So, ist jetzt gleich aus der Blitzerzone raus, ja. Er kann ja jetzt erstmal nirgendwo hin, außer den Offroad-Weg eventuell. Ja, ich habe halt jetzt 12% Schaden drin. Ich würde mich sofort irgendwo hinporten, aber da ist ja jetzt nichts. Höchstens Strand, aber der wird sich jetzt ja eh nirgends mehr reparieren, das hat er ja gerade. Ich bin jetzt am Offroad-Park dran vorbei. Ich muss jetzt Grase für mich reparieren. Oh. Bin jetzt er fährt vorbei, ich kann keine Kurven mehr fahren. Ist noch immer jetzt kann ja nochmal eine Overwatch machen, aber... Ja. Ich habe gerade die Zeit nicht im Blick, also wenn es zeitlich noch hinhaut, dann... Wir haben jetzt gleich 18 Minuten, scheiße. Wir haben noch... Ist noch jemand dran, wirklich? Ja. Ja, dann... Also, er ist jetzt unten an der Hauptverbindungskreuzung und fährt da geradeaus Kranichstraße, wenn das richtig ist. Mhm. Gut, dann werde ich notgedrungen große Bauernstraße gleich wieder dran sein. Und er ist weiter geradeaus gefahren über die Autobahn drüber. Aber ich bin jetzt schon mega hinterher. Ich muss an der Kreuzung. Was war jetzt nochmal erlaubt? Da vorne ist er. Am Strandhaus. Also er kommt dann auf der Bauernstraße raus. Jo, da komme ich jetzt von Süden Corner entgegen. Ich komme von Norden. Also ich sehe ihn aber nicht mehr. Er ist da schon um diese 90-Grad-Kurve drumherum. Und ja, ich porte mich jetzt. Das ist mir auch so, weil ich muss hier hin. Ich muss jetzt zum nächsten. Ah ne, jetzt andere hätte ich auch gekonnt. Ach, egal. Jetzt ist keine Ahnung, kommt ob mir jetzt... entgegen. Er fährt Richtung Süden, Richtung die Autobahn-Auffahrten. Aber muss halt umdrehen, weil er eben entgegenkommt. Ja, der wird dann natürlich Autobahn wieder nutzen wollen. Das ist doch klar. Macht ja auch Sinn.
Wobei, warte, komm, wenn ich mich eh da porten darf, wie es mir beliebt, dann gehe ich jetzt gleich hier so hin. Ich sehe keine Bremsspuren. Kein Sichtkontakt mehr. Was sagt man, dass er Richtung Süden gefahren ist? Auf die Autobahn. Hm. Jetzt mein grober Call. Keine Ahnung. Ah, ich sehe mal nix. Ja, Autobahn, und kann auch sein, dass er nach Norden ist. Ist ja prinzipiell egal. Der will ja seine Speed ausspielen. Erstens würde ich sagen, zünden wir, oder? Ja, bevor er ganz weg ja, ist. Ja, wir haben ja keinen Kontakt mehr. Nein, doch, keinen. Kann sein, obere Tunnel Richtung Süden. Autobahn. Ist was Rotes. Ist er da oder nicht? Wahrscheinlich. Sollte, aber ich jetzt im unteren Tunnel kommt gleich beim unteren Kreisel raus. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, da ich ziemlich weit weg bin. Aber wenn es keiner von euch ist, müsste er das sein. Es ist noch, wohin er fährt? Ist jetzt im unteren Kreisel, fährt da im ersten Moment rundherum Richtung. Nicht Richtung Süden. Ja, Richtung, ist das oder nicht? Ja, er ist. Okay, fährt gut. Da, da die. Erstmal Rundstrecke fährt er gleich genau auf. Okay, dann fahre ich da rechts rum. Wir haben jetzt ein bisschen weniger als 5 Minuten bis Overtime. Ist jetzt also, da bei dieser Mission, da die Story-Mission fährt. Ja, die erste Rundstrecke links herum, also richtig herum. What the fuck? Jetzt gleich Startziel erstmal rund, Strecke mehr oder weniger, fährt auch mehr oder weniger über die Startziel im Osten. Ach, wäre ich doch umgekehrt gefahren, Mist. Aha, wieder aber weiter durch Richtung Osten. Ja, da bin ich dann. Also fährt er zur Windparkstraße. Wir sind, glaube ich, Offroad-Parkstraße Süd Richtung Osten. Ja, ja, ich bin nicht da gerade. Ich komme da jetzt vom Windpark. Das ist okay. Das ist also Windparkstraße, ja. Genau, da kommt er dann gleich. Oh, da schon was. Ja, ja. Ich war das. Deswegen bitte öfters und fährt präziser da sagen, wo er hinfährt. Oh, da crasht er voll in mich rein. Windpark Westen, alles klar, Vorsicht, Platz. Setz mich mehr oder weniger, ich versuche da vorzukommen. Und hab ich ein bisschen ausgedreht. Blude, fahr voll den rein. Ah, ist okay. Ja. Nein. So halb, ja. Bei mir zumindest. Ja. Ja, ist okay. Lass ihn zurück. Ich bin noch komplett ganz, also lass mich da mal richtig dran jetzt. Perfekt. Ich hab eh schon 20 so, Motor. Also weiterhin Richtung Westen. Ja, und fährt halt jetzt voll rüber. In den Bumerang rein. Okay, da links kann man ihn aber gegen die Wand drücken gleich. Ja. Normalerweise. Ja, wenn diese Kackdings nicht mehr. Oh, sorry. Ja, lass ihn zurück. Zurück lassen. Oh, ich zieh rechts. Oh, oh nein. Oh Gott. Ich versuch's mal mit Ausbremsen, okay? Ja, langsam. Ja. Da links vielleicht ran drücken. Ja, das sind Felswände. Ach, da sind die erst. Verdammt, ich hab's zu früh gemacht. Ja, jetzt brauchen wir's nicht mehr. Oh, ich hätte Überschuss. Oh. Ja, hab ich auch grad, deswegen. Oh Gott, ja. Warum muss jetzt wieder? Ach, ich hasse es, ey. Ich bin so ein Pech in diesen Formaten zurzeit. Ja, wo ist er denn jetzt? Ja, er die Straße durch, er ist gleich bei der Hauptverbindungsstraße. Ja. Ah, wow. Von der Linksseite, mal gucken, ob wir jetzt gleich Bauern abbiegen, kleine Bauern oder nicht. Nein, nee, wir fahren Verbindung. Haben ihm leicht einen mitgegeben. Leute, versucht mal bitte, wenn ihr Attacken macht, dann konkret auf ihn und nicht gegen uns. Oh, bitte. Ihr räumt euch mehr gegenseitig ab und auf damit Verbindungsstraße auch mit dem Blitzerzone Frontaltreffer, der wäre jetzt, war jetzt ja, mal schön. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, Alter, ich bin ja fast platt. Fährt weiter Richtung Osten, Vorsicht. Alter, was vorne jetzt kommt dazu sein. Noch oh, anderthalb Minuten bis Overtime. Dann gehe ich mich reparieren. Lass mal bitte Platz. Ja, jetzt ist halt der Offroad wieder zurücklassen. Am besten eine ausbremsen, jemand anders mit Überschuss rein, ja, um den Motor kaputt zu machen. Das ist dann das Parkingplatz, da kriegt ja, er sehr Plan, wenig aber ja, das müssen wir jetzt mal ein bisschen... Oh Gott!
aufeinander springen. Ja, das ist echt, ey, diese Passanten, die gehen mir ja gerade so auf den Geist, dass sie jetzt immer perfekt auf mich geworfen werden. Ja, ich bin halt wieder komplett am Arsch. Ich bin halt überhaupt nicht schneller gerade. Weil wir das immer noch auf der Windparkstraße. Denkbar unnötige Aktion einfach. Ja, ist immer noch Verbindungsstraße Richtung Hauptverbindungskreuzung und er ist viel zu schnell für uns alle. Ja, mach sonst geht sich gleich reparieren jetzt schon mal und dann. Jetzt 34, 24, 30. Er biegt ab links auf Richtung die Süden. Flussstraße. Okay. Ja, ist ja klar, da unten sind die meisten Häuser in der Overtime. Da kann er sich eins aussuchen. Jetzt Höhe Top Gear gleich. Ich gehe jetzt nach Gabbles und repariere mich. Übrigens Gabbles, Finking Fisher Cottage meine ich, wäre erlaubt vorher gewesen, ne? Fällt mir gerade nur wieder so ein, weil du vorher gemeint hast, dass okay. Nicht. Ja, lol. Du darfst ja, wenn du Schaden hast, zum nächstgelegenen, Ausnahme ist, Huntsman Lodge. Weil das er ist halt, abgeflogen. Genau. Höhe mittlere Brücke, ich versuche ihn rein. Nein, er fährt auf die mittlere Brücke drauf. Jetzt Overtime, jetzt ist nicht mehr. Oh, habe ich mich aber jetzt in letzter Sekunde. Ist auf der mittleren Brücke, fährt Richtung Norden wieder hoch. Westliche See, Flussstraße, sorry, Richtung Norden, ja, gleich Höhe Kingfisher Cottage. Jawohl. Da könnte ich mich hinstellen runter und zumachen, wenn noch einer käme. Sind gerade unten am Wasser runter. Ja, vor. Sorry. Ja, jetzt dahin zustellen, sofort Kingfisher, zwei Kingfisher. Ich steh schon, einer nur noch. Bin da. Einer noch. Warte. Okay. Ich bleib mal dran. Ich habe auch mal aufgeschlossen. Hier steh nur ich, Mann. Hä, wo muss ich? Wo war der andere? Ja, bin doch da. Haus. Ja, da steht keiner. Ja, da hat er es geschafft. Das war jetzt fail. Hä? Wieso ja, vorne? Ja, du musst das Haus zustellen. Haus, immer Haus zustellen. Ja. Seit wann die Straße? Oh, das war mein Fehler, sorry. Ja, ist es auch. Passiert. Ich hab gerade aufgeschlossen. Oh, Entschuldigung. Das erste Mal in der Stehst Runde Racer gesehen. Meine Güte. Er stellt mal richtig geil gespielt, aber ich ist niemand fehlerfrei, auch ich nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, aber wenn wir starke Einheiten haben, wie Pluto als Bresi oder ich als Overwatch, dann dürft ihr denen den Weg nicht zustellen oder im schlimmsten Fall die mit abräumen. Ja? Wenn ihr von vorne kommt, ist das was anderes. Aber wenn wir quasi parallel alle fahren, ja, also zum Beispiel dieser eine Unfall mit dem Passant war natürlich unglücklich, aber da war natürlich auch ein anderer Impala-Fahrer mit Schuld, der mich da mit reingedrückt hat. Und dadurch war halt ein Riesenschaden da und dann habe ich nicht mehr mitziehen können. Das war bei Boomerang. Und deswegen allgemein achte da ein bisschen auch drauf und natürlich auch an mich und an Pluto. Wir müssen natürlich auch callen, wenn wir schneller sind und vorbei wollen. Und wir müssen auch vorbei. Es gibt nicht dieses, ich dümpel mal hinterher. Also wenn wir schneller sind, müssen wir auch vorbei. Klar, müssen wir das auch mehr callen. Das haben wir vielleicht zu wenig gemacht. Weil wir müssen ja diesen Vorteil auch nutzen. Und wenn wir den nicht nutzen, dann verlieren wir den etwas stärkeren Racer über lange oder kurz. Aber auch starkes Spiel von Andy. Ende des Tages hat seine Stärken ausgenutzt, war ein bisschen hier und da ein bisschen Chaos bei uns. Und von dem her alles cool. Ich hoffe in erster Linie, es hat Spaß gemacht. Jo. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Und natürlich auch euch Zuschauern. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Wir sind raus an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein fantastisches Restwochenende. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao. Servus. Tschüss.